Und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin euer Fabian und mit dabei sind Mathis, Tommy, Patrick, Daniel, Leon, Mirko und Teufelsgamer. Moin, moin. Hallo. Moin. So. Moin, moin. Ich möchte euch alle hier herzlich begrüßen bei unserer heutigen bei unserem ersten Ausbildungsdienst. Ihre Ausbilder sind Mathis und Tommy und ich übergebe jetzt noch kurz das Wort an Patrick und wünsche Ihnen heute bei Ihrem ersten Ausbildungstag viel Erfolg. Ja, erstmal ein großes Lob, großes Dank an Fabian und auch ein Dank an Mathis und Tommy, dass sie das übernehmen. Ich will keine langen Reden schwingen, damit will ich euch auch eben kurz schnell herzlich begrüßen. Und wollt euch auch noch schnell viel Glück wünschen. Und auf keine Schummelerei. Also nicht schummeln, ne? Ich sehe das. Tommy, ich schick dir mal ganz kurz was. Mhm. Das lese ich vor und... Naja. Ja. Die Technik und Bauform. Also wie gesagt, hier sind eure Ausbilder. Die werden sich gleich nochmal kurz selber vorstellen. Und ja. Dann denke ich mal, ist das Wort jetzt an euch übergeben. Okay. Also, wir haben heute ja das Thema Drehleiter. Und, dann zum Beispiel bei einer DEK 2312 das Beispiel seiner. Ich weiß es. Ja, Leon. 23 Meter die Hupe. Bei einem Abstand von 12 Meter. Ja. Und was bedeutet dann die zweite Zahl also? Ja, Abstand von 12 Metern. Genau. Dann kommen wir auch eigentlich. Da gibt es noch auch einen Punkt. Weiß denn einer, was DLA heißt? Also, an die DL noch ein A dran hängt, was das bedeutet? Die kam mit Arbeitskorb? Nee, das bedeutet also vollautomatische Drehleiter, also. Warum auch immer, das passt irgendwie nicht, aber juckt uns ja nicht. Ja, gut. Okay. Dann kommen wir auch sofort eigentlich schon zum nächsten Thema, Aufgaben und Einsetzbarkeit. Also, wofür wird denn die DL bei der Personenrettung eingeführt? Was wird da denn alles gemacht? Also wie DLK oder was? Ja genau, bei der DLK. Wie wird bei der Personenrettung die eingesetzt? Mirko? Darf ich sagen? Mirko. Achso, springen ist aufzeigen. Also zum Beispiel, wenn eine Person aus dem zweiten Stock befreit werden muss. Also, wenn das Treppenhaus brennt und die aus dem zweiten Stock befreit werden muss, wird die mit der DLK gerettet. Genau, zum Beispiel. Oder okay, was ist auch noch ein gutes Beispiel wäre, stellt euch mal vor, eure Oma Liesel liegt in ihrem alten Häuschen. Das Fenster ist zur Straßenseite und die Treppe ist so eng gebaut. Das Haus ist zwar gerade zwei Stockwerke hoch und eigentlich könnte man sie so rausbekommen, aber sie kann sich gar nicht bewegen und muss ganz, ganz vorsichtig da rausgeholt werden. Dann kann schon alleine die DLK vom Rettungsdienst angefordert werden, damit sie mit der Liege auf dem Korb dann übers Fenster aus dem Gebäude, aus dem zweiten Stock rausgeholt werden kann und ohne dass man sich durch das enge Treppenhaus quetschen muss. Dadurch werden weitere Verletzungen verhindert. Okay, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wie kann man das denn, die DLK im Löschangriff einbinden? Wie kann man die im Löschangriff benutzen? Leon? Indem man aus etwas höherer da mit oben mit einer, sag ich mal, Wasserkanone, Wasserwerfer, keine Ahnung, halt von oben die Flammen ablöscht. Dadurch entsteht ein viel größerer, soll ich sagen, Riesel, Wasserregen sozusagen, und der dämmt das Feuer dann eher ein, als wenn du von unten löscht.
Ja, genau, also man benutzt einen Wasserwerfer. Okay, wie kann man denn auch die Drehleiter in den Aufgabenbereich Beleuchtung einbinden? Ja, Teufel. Also, indem man Scheinwerfer, die meistens an den Seiten des Korbs sind, ausklappt und anschmeißt. Genau, also dass man zum Beispiel sozusagen damit ein ja, Lichtmast zum Beispiel ersetzt, wenn jetzt zum Beispiel an einer Stelle kein Rüstwagen zum Beispiel mit einem Lichtmast ist, dann kann man das ersetzen mit der Drehleiter auch. Okay, dann, wie kann man dann, was hatten auch noch die, oder eher gesagt, die Drehleiter noch drauf, wie man zum Beispiel zum Thema Belüftung, beim Tiefgaragenbrand oder sonst was, wie hat das noch, oder was hat das noch, was hat noch die DL dafür auf dem, ja, da drauf? Leon? Ich wollte jetzt nicht die Antwort beantworten, aber dürfte ich eben kurz auf Toilette? Ja, okay, ich geh auf Toilette. Ich habe jetzt schon den Klassenclown gefunden. Lass hier mal Leon bitte durch. Ja, oder geh über unsere Tische. So, das ist jetzt erstmal ernsthaft. Eine Verwarnung erstmal. Okay, weiß ein anderer die Antwort. Aua, bitte nicht auspeitschen, Leon. Teufel, ja. Teufel. Ja, genau du. Mathis. Die Drehleitern haben meistens sogar noch einen elektrischen Druckbelüfter drauf. Ja, oder generell gesagt, Lüfter halt drauf. Im Endeffekt, wenn es mit Strom oder Benzin ist, kommt auf die Feuerwehr dann an. Bei uns ist es elektrisch. Ja, okay. Mathis? Bin schon unterwegs. Hab Leon gerade noch mal beim Pinkeln zugeschaut. So, Mathis, dann bist du mit deinem Thema auch oder mit deinem Kann Part das dran. mal bitte weitergehen? Okay. So. So, also. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen zum Thema Technik und Bauform der Drehleiter. Dann kommt noch Aufgaben und. Warte. Machst du das mit Aufgaben und Einsetzbarkeit? Ja, hatte ich schon. Wer war's? Genau, wer war das jetzt? Leon? Jetzt. War das irgendwie Zugeben. War das nicht? Ich sag eigentlich nur zugeben, jetzt. Ich war halt hier im Auge. Auf dem Teamspeak. So, also ich erzähle euch jetzt erstmal was gleich von der Technik und Bauform der Drehleiter und danach kommt noch was allgemeine Kurzchronik der Drehleiter. Ja, fangen wir mal an. Also, der Leiterpark besteht aus mehreren ineinanderliegenden Leitersegmenten, die motorisch ausgefahren werden. Er ist mit einem Drehkranz, der sich um 360 Grad drehen lässt, auf dem Fahrzeuggestell befestigt. Wo genau ist er denn auf dem Fahrzeuggestell befestigt? Ich weiß es, ich weiß es. Also. Ja. Zur Bedienung des Leiterparks findet sich auf dem Drehkranz neben der Leiter ein. Teufel. Ein Stuhl mit ganz vielen Knöpfen dran. Eigentlich heißt es Steuerstand, aber zähle ich mal jetzt, ne? Dieser wird meist vom Maschinisten bedient. Bei vielen Modellen gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die Leiter vom Punkt, Punkt, Punkt zu steuern. Leon? Vom Korb aus mit einer Fernbedienung, die am Korb befestigt ist. Ja. Um für den Betrieb der Leiter einen stabilen Stand zu schaffen und um ein Umkippen zu verhindern, werden seitlich Punkt, 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 Punkt ausgefahren. Teufel. Stützen. Ja. Hier sind waagerecht plus Abschnitten und Schrägabstützungen in Gebrauch. Leon?
Waagerecht 45 Grad, also senkrecht und was war's noch? Ja. Hier sind waagerecht, senkrecht, Abstützungen und Schrägabstützungen in Gebrauch. Seit Januar 2006 gelten für Drillaton 2 neue Normen, die DIN EN 1443 für vollautomatische Drehleitern und die DIN EN 140.144 für ... Drehleitern. Ey Teufel, wer soll sowas denn wissen? Was kann ich? Wiederhol bitte die Frage. Seit Januar 2006 gelten für Drehleitern zwei neue Normen. Die DIN EN 140. Die gewissen Personen, die da gerade rumlaufen, setzen sich bitte wieder auf ihre Plätze. Ich glaube aber nicht. Die DIN EN 140.43 für ... Drehleitern und die DIN EN 140.44 für sequentielle halbautomatische Drehleitern. Teufel? Für vollautomatische Drehleiter? Ja. Die sequentiellen Drehleitern, auch genannt DLS, können nur eine Bewegung zur selben Zeit ausführen. Vollautomatische Drehleitern ... alle Bewegungen gleichzeitig. Loco? Vergessen. Eigentlich vom DLA hin. Matthias, so. Ich muss, sorry, dass ich dich jetzt gerade unterbreche, aber wir müssen mal gucken, dass wir das mit dem Praxisteil nachhin kriegen. Ich weiß nicht, wie weit bist du denn jetzt fertig? Musst du noch viel vortragen oder? Warte, ich schick dir mal kurz, was ich noch vorlesen muss. Ja, warte. Ja, ich würde sagen, wir machen mal gerade eine kleine kurze Pause und die kommen mal alle mit mir. Hippie-Pause. Follower-Pause. So, das. Dann schicke ich noch die Kürze für die Hersteller-Dings. Mathis. Mehr mache ich eigentlich nicht. Nein, lass uns jetzt, so, wenn wir jetzt die kleine Pause gemacht haben, treffen wir uns jetzt alle wieder. Sonst erzähle ich gleich, während dem Praxiskurs weitermachst, erzähle ich einfach noch zu der Bauart. Ja, da muss ich aber. Wir treffen uns, wir machen jetzt erstmal eine ganz kleine Pause und dann treffen wir uns gleich alle unten auf dem Hof bei der Tür. Ich möchte genau. Sie bitten, dass Sie alle hinter zu mir zum Rüstwagen kommen. Ich muss Pippi, geh weg. Oh, ja. Teufel, alles klar. Hallo Teufel, ich bin hier gerade auf dem Leitland, ich weiß, was du im Lehrgang hast. Kannst du mir mal kurz Fabian geben, ich kann ihn nicht erreichen. So, Tommy, also ich move dich mal ganz kurz. Buddy, Buddy, left your channel. Fabian! Ja? Ja. Moin. Patrick-Apparat. Moin Fabian, ja. Ich bin hier gerade am, ich will hier weiterhäckseln, damit wir hier weiterkommen. Ja, okay, mach das. Ich hoffe, ihr habt alle KY offen. Okay, Patrick, tschüss. Tschüss. Ja, wenn hier mal alle herkommen würden, die hierher kommen sollen, dann wäre das auch alles kein Problem. Denn ich habe noch so ein, zwei Sachen zur Funkgeschichte zu sagen. Buddy joins so, seid your ihr so channel. Weit? Dann würden wir nämlich jetzt weitermachen. Rüstwagen. Ja, die sind noch nicht alle bei mir beim Rüstwagen angekommen. So, alle jetzt einmal bitte, bis auf Tommy und ich zum Rüstwagen. Und Patrick. Leon kommt jetzt auch nicht, aber egal. Ja, also. Wir werden demnächst noch einen Funklehrgang speziell machen, aber ich möchte noch so ein paar Kleinigkeiten erwähnen noch lassen. Vor allem, wenn Sie jetzt gerade am Lehrgang für die DLK teilnehmen. Wie funken Sie? Wie haben Sie zu funken? Also wenn Sie jemanden anfunken, sprechen Sie erst Ihren Funkrufnamen aus oder erst den Funkrufnamen von dem anderen? Ja, Teufel Gamer? Von dem anderen. Ey, Tommy. Das ist verstanden und richtig. Eigentlich müsste hier noch eine Kamera sein, dass man hier sitzen kann. Ja. Ja, Mirko? Mirko. Was ist? Sorry. Wenn
man zum Beispiel, also wenn du mir zwei Funkrufnamen sagst, soll ich denn sagen, wie man es richtig sagt? Oder wollen wir es mit jedem mal testen? Im anderen Channel? Gruppenführer 12, Gruppenführer LF1 an. ELW, komm. Ja. ELW von Gruppenführer LF1, komm. Ja, wartet, ELW, hört. Bisschen, ja. So, da, darauf gehen wir aber nochmal weiter ein. Ihr müsst jetzt wieder zum, noch mal ein bisschen zur DLK. Hin, los, komm Daniel, los, höher, zur DLK. Bisschen hier, ja, so, und jetzt runter noch. Obwohl, ne, reicht wegen der Leiter vorne, müssen wir auch noch. So, Matthias, willst du erst anfangen, oder soll ich erst anfangen? Womit, was soll ich machen? Sehr gerne, dann fange ich jetzt an. So, sind alle jetzt hier da? Ja. Bis auf Leon, der sitzt immer noch auf dem Klo und scheiß. Okay, da gehen wir mal weiter. Spaß beiseite. Wir fangen jetzt aber schon mal an. Okay, also. Das ist cool. Also, wir haben hier hinten ja, haben wir den Generator drauf und den, oder eher gesagt, den Lüfter haben wir ja hier hinten drauf. Oh. Ja, wo wir ja gerade auch schon was erzählt hatten, also der Lüfter ist auf jeden Fall auch hier drauf. Und ihr könnt euch ja gleich noch das Fahrzeug nochmal genau angucken, wo die ganzen einzelnen Sachen sind, die wir gerade bei den Aufgaben so erklärt hatten. Könnt ihr ja nochmal gucken, wo die alle genau sind. Und wir werden das jetzt so machen, ich weiß nicht, sollen wir gleich jeden mal einzeln die DLK fahren lassen? Ja, ja. Warum? Okay. Also erstmal, Tommy. Ja. Erstmal machen wir jetzt gleich die, als erstes machen wir jetzt die schriftliche Prüfung. Okay. Also, Jungs, ihr geht bitte alle wieder in den Raum und da liegen gleich vor euch die Testblätter, die wird Tommy euch austeilen. Währenddessen machen Mathis und ich das Fahrzeug wieder fertig. Genau, das wollte ich auch ihm sagen. Die Stützen, die funktionieren ja richtig scheiße. Warum? Die brauchen ja nicht funktionieren. Ey, weil das Ding, das wackelt ja richtig, wenn du drauf stehst auf dem Korb. Heck. Ja, gut. So, alle jetzt bitte hier, einmal hier oben in den Raum. Das ist ein Spielbug. Das liegt nicht am Fahrzeug. Also das liegt, weil die Personen im Spiel ja so schwer sind. Haben alle Übergewicht. So, ich bitte Sie, dass keiner voneinander abschreibt oder sonstiges. Wenn wir beim Spicken erwischen, fliegt direkt raus und darf den Lehrgang in einem Jahr neu machen. Richtig. Okay, dann teile ich jetzt schon mal den Test aus. Gibt zwei Nummern. Ach ja, Daniel hatte das Problem, er konnte die nicht öffnen. Ist das immer noch so, oder? Wenn Daniel nicht mitschreiben kann, dann kann er mir hier helfen, wenn er will. So, okay, dann fangt ihr jetzt bitte an und füllt das aus. Warte, ich werf dem einen rüber. Danke. Danke. Crispy. Aber schlag niemanden. So, ich übernehme jetzt mal wieder die so, dann Stelle hier. Füllt ihr das bitte aus. Einmal. Und ladet das gleich bitte in meinen Dateibrowser wieder hoch. Und das wird dann korrigiert und kriegt beim nächsten Dienst wahrscheinlich wieder oder gleich schon. Das gucken wir mal gleich. Ja, wir gucken. Sollen wir hier bei Nummer 1 hinschreiben, was die Abkürzung, was das heißt? Genau, das hatten wir ja vorhin erklärt. Was das für die 1 bei der DL steht, sagen wir Punkt, 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 Punkt. Das hatten wir ja vorhin erklärt, welches was bedeutet. Das meinte Leon vorhin am Anfang. Und denkt bitte daran, einmal auch den Namen noch dazu zu schreiben. Ja. So, Tommy, ich mach die Driller schon mal wieder klar, ne? Ja, ich passe auf, dass keiner abschaut. Daniel! Nicht abschreiben. Teufel, das sehe ich genau. Was? Bin ich mal drin, aber ich hatte das Shakespeare-Dokument auf Vollbild. Ich sehe das genau, bin aber nicht mehr drin. Ja. Das ergibt Sinn.
Ich will das trotzdem. So, das muss reichen. Ach, komm! So, Tisch liegen lassen. Mein Teufel, nicht wundern, ich hab mir deinen Trecker genommen zum Häckseln, wa? Also nicht Party, fährst du mit? Nicht wundern, wenn ich bin. Ja, wenn ich Jungs, langsam. Wir haben eingesperrte Person. Umziehen. Der RTW. Ich hoffe, dass der RTW demnächst auf. Ich hoffe, dass der RTW demnächst auf. So, wo ist das denn? Butendorfstraße. Ach, der erste RTW vor Ort. Bei welchem? Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. RTW. Jo, wie viele Fahrzeuge fahren raus? Es müssen nicht so viele raus, ne? Das wollte ich gerade noch sagen. Vorsicht, Mathis. LF10? Wir sind schon mit dem ELW und dem Rüstwagen raus. Das reicht vom Prinzip her. Ich bin aber noch der MTW mit raus. Der MTW darf noch mit raus, aber mehr nicht. Ich bin aber, guck mal, wo ich schon bin mit dem LF. Ja, umdrehen. Wer zu voreilig ist, dem bestraft das Leben. Und dann kann einer ein RTW dahin holen. Ich schaff das zeitlich nicht. Der Lehrer, Herr Lehrer, ich schlafe immer weiter. So, welche Hausnummer? 5, ne? Das hier ist 3. Das hier ist 5. ELW 12F1 für MTW. Moin. 17.1 kommen. 12.17.1 hört. Ja, wo ist der genaue Einsatzort? Der genaue Einsatzort ist Butendorfstraße 5. Komm. Ja, wo war das nochmal? Ungefähr. Da, ungefähr auf Höhe des des Landhandel Billinger. Okay, ja. Ja, also wir haben unten, hier ist vorne ist die Kellertür. Ja. Hier unten. Oh. Hier unten ist jemand eingesperrt. Ja. Eventuell gucken, wie ihr die Tür am besten aufkriegt. Ja. Zwei Möglichkeiten, Hooligan-Tool oder Auftreten. Oh, Hooligan? Hooligan-Tool. Hooligan-Tool. So, Einsatzleitung für MTW 12171 kommen. Ja, Einsatzleiter hört. Ja, wir sind jetzt Einsatzstelle an. Was können wir noch machen? Sie können gleich die Erstversorgung der Person übernehmen, solange der RTW noch nicht vor Ort ist. Und ja, ist verstanden. Und gleichzeitig dem Trupp vom Rüstwagen helfen, die Person aus dem Keller rauszuholen. Okay, ja, haben wir auf dem Rüstwagen einen Angriffstrupp, ja, ne? Nein, ein Maschinist, Gruppenführer und eine Person, so gesehen. Okay. Maschinist an Einsatzleitung. Einsatzleiter hört. Wir haben die Tür aufgebrochen. Mit Hilfe des helligen Tools und holen die Person jetzt aus dem Haus. Ja, das ist verstanden. Die Person ist unten im Keller eingesperrt. Yep. Gewesen und ist bewusstlos, wohl so wie man das von der Einsatzmeldung mitbekommen hat. Und ja. Die so, Kellertür ist aufgebrochen. Die Leute vom Rüstwagen und vom MTF tragen die Person gerade raus. Da kamen sie auch schon. Teufel, könntest du mal ein Stück zurückgehen? Könnten Sie so langsam mal die Tragung bitte? Leitstelle von 12F1 kommen. Leitstelle hört. Ja, folgendes: Kellertür wurde aufgebrochen. Okay. Die Person wurde aus dem Keller befreit und vorsorglich, bis der Rettungsdienst eintraf, von den Kollegen vom Rüstwagen und MTF betreut worden. Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Übergeben die Einsatzstelle an den Eigentümer und rücken ab. Ja, das ist verstanden. War mal gerade voll den unnützen Weg, aber egal. So, nur damit ich nicht gehen kann. Teufel, nicht wundern, ich fahr gerade mit deinem Trecker, ne? Ja. Der ist ja auch so cool im Gegensatz zu den anderen, ne? Ja, ich wechsle aber gleich mit dem Klaas, also.
Mathis, das sind keine 30 Stundenkilometer. Na klar. Also Tommy hat beim Bremstest aufgepasst. Tommy passt immer beim Bremstest aus, auf. Aus. Ich sag nur auf der Einfahrt. Oder beim Kornfahren. Kornfahren? Egal. Fuck, hallo. Ich hab keine 30. Ich wollte dich nur besuchen kommen. Gucken, wie es auf deiner Höhe so ist. Alter, ich hab die ganze Zeit einen Blinker an. Ich will nicht vorwärts einparken. Habe ich gleich eigentlich noch einen Einsatz oder wie? Was wir jetzt woher wissen nicht? Wir sind eine freiwillige Feuerwehr. Wir zünden doch keine Häuser an. Soll ich ein Haus anzünden oder was? Tommy, zünd mal ein Haus an, bitte. Tommy, wollen wir mit dem Lehrgang jetzt noch weitermachen? Wir sammeln noch die ganzen Tests jetzt erstmal ein. Ja gut, dann machen wir das mit der Drillertan nochmal. Ich gleich! Ein ja, ich muss ja auch noch eben hochkommen. So, Jungs. Wenn ihr gleich fertig seid, sammeln die das ja ein und dann könnt ihr euch sofort zur Drehleiter begeben. Und ohne Diskussion wird jetzt direkt schnell mitgemacht. Mathis, packt die Drehleiter mal wieder zusammen, weil die fahren dann erstmal eine Runde. Hey, die haben doch einen LKW-Führerschein. Ja, aber die müssen erstmal die Drehleiter auch einmal gefahren sein, weil die Drehleiter ja anders zu fahren ist als so ein LKW. Also ich hab nichts schon mehr. So, ihr lautet, ich ja auch schon ein paar Jahre. Bitte, wenn ihr den Test fertig habt, den in meinem Dateibrowser bitte hoch, dass ich die einmal korrigieren kann. Korrigieren? Du meinst nachgucken? Ja, nachgucken. Korrigieren. Kennst du das aus der Schule nicht? Nee, bei ihm werden die Tests immer gleich mit 6 abgestempelt. Woher weißt du das, Fabian? 6 minus ich kenn dir. Dich. 6 minus. Meinst du wohl? Ja. Alles okay. Klar. So, Spaß beiseite, weiter geht's. Ernstfall wird weiter gemacht. Guck, dass ich Feuerwehrfunkgerät mit auf dem Träger hab. Also, der Erste, der gleich unten ist, darf auch die Drehleiter als erstes fahren. Ja, Daniel, schwing dich auf den Sitz der Drehleiter. Auf den GLK, Alter. Schmeiß dich auf den Sitz der Drehleiter. Ich fahr hinter dir her. Mit dem Ewig-Klein. So, wie lange braucht ihr denn noch, Anne? Wie weit seid ihr? Ich bin fertig. Okay. Schnauze da drin. Aua! Aua. Aua. Fährst du mir hinterher? Tommy? Ja? Ist hochgeladen. Okay. Komm ja aber nicht raus. Ja, dann wird das jetzt sofort nachgeguckt. Naja, immer schön 30 hier in der 30er-Zone. Kann ja nie lang so lang. Reichen 3 Sachen bei Nummer 2? Ich hab da 4. Wenn du meinst, dass das alle sind, dann... Achso, müssen wir alle schreiben? Alle? Alle, die du weißt. Fabi, wie willst du denn fahren? Bis zum LU und dann zurück, oder wie? LU? Lohnunternehmen. Nee, hey, dann fahrt mal zu 557, dann habe ich auch noch was zu lachen. Obwohl Daniel fährt gerade ganz schön gut. Ey, Fabi, wir müssen aber auch gleich nochmal richtig Gas geben, ne? Ich beantrage eben was bei der Leitstelle. Also, Mirko? Rufe Leitstelle an. Ja, moin, hier ist Leitstelle. Ja, moin, hier ist der Leitstelldisponent wegen. Ja, wir wollen von der Feuerwehr eine kleine, wir haben jetzt den Lehrgang, Hallo. Also eine Fortbildung eher gesagt, ja, für die Drehleiter. Wir wollten einmal die Fahrt einmal für jeden Teilnehmer mit Blaulicht und Sirene so, keine Ahnung, 10 Meter machen. 10 bis 15 Meter. Das braucht einmal ihre Zustimmung. Ja, dürfen auch ruhig mehr als 10 bis 15 Meter sein. Ja, verstanden. Sauber. Vielen Dank. Ja. Also bestes Top, Mann. Daniel, reinhauen. User disconnected from your channel. Ja, ich wahrscheinlich kein Internet mehr.
Fabian? Ja. Haut Sirene rein. Jo, ist doch schon. Hey, wie könnt ihr das mithören, wenn die Leitstelle euch das nicht gemeldet hat? Hörst du schon wieder mein Handy ab? Ich bin heute Leitstellendisponent gewesen. Du hast gerade mit mir telefoniert. What? Leon, hast du schon deinen Test hochgeladen? Nein, das Problem ist, ich war... Horn aus! Da, wo Mathis das mit Leiterpark erklärt war, ist mein Handy Alarm gekommen. Schweinestall, Stromausfall. Also, beim Nachbarn. Okay. Da musste ich eben hin, Trecker am Stromgenerator dranhauen und dann anmachen. Ja, okay. Horn aus! Also, was muss ich denn jetzt machen? Ist egal, lass den Test. Leon hat nichts zu tun. Wie weit bist Leon du? Hat nichts zu tun. Ich habe jetzt drei Sachen, war das jetzt alle oder nicht? Ja, Leon hat nichts zu tun, ich hab das richtig verstanden. Leon, du kannst dein Glas schnappen und anwählen. Daniel, Blaulicht aus. Eine Frage? Noch? Ja. Muss alles vollständig sein, um zu bestehen, oder? Wenn da ein Punkt fehlt, ist das nicht so ganz so schlimm. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich glaube, du musst nochmal zurückkommen, ein paar Meter. Kommt auch drauf an, welcher Punkt das ist. Wenn das ein großer Punkt ist, das ist schon ein bisschen blöd. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Mal ein Lehrgangsvideo, so ein bisschen. Dienst-Lehrgangsvideo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.